Moin zusammen, heute mal ein schnelles Video, wie wir Fehler im Holz in den Griff bekommen, die durch mechanische Einwirkung geschehen sind. Beispielsweise, weil wir hier mit unserem Stein über den Boden gekratzt sind und dann waren noch ein paar kleine Steine unter der Fußsohle und dann sind wir auch noch mal aus Versehen über unsere Weichholzmöbel drüber gekratzt. Und der Schaden ist groß. Ich persönlich habe mal die Erfahrung gemacht, Berliner Altbauwohnung, beim Auszug haben wir dann gesehen, die schönen Kieferbohlen, ja, waren ganz schön tief eingerissen. Da sind wir dann andauernd mit dem Bett so ein bisschen nach links und rechts gewandert und kriegt man alles hin. Im größeren Stil, hatten wir schon mal gezeigt, kann man auch Kontraste schaffen, hier mit dem Shellac, unsere Epoxy-Alternative. Wir nehmen, wie gesagt, jetzt erstmal nur Wasser. Und ein Bügeleisen, das habe ich jetzt schon warm gemacht und wir sehen uns jetzt mal hier in der Nahaufnahme an, was hier gleich alles so möglich ist. Ja, ihr könnt sehen, das sieht ganz schön übel aus. Hier ordentliche Macken drin, das heißt, die Fasern sind auch teilweise durchtrennt worden und hier gerade in der Mitte einmal schön mit dem Stein rübergegangen. Wir machen es jetzt ganz einfach und zwar legen wir jetzt hier einfach nur einen nassen Lappen auf das Holz und wenn es so tiefe Kerben gibt, dann muss man den wirklich nass machen und dann lassen wir das jetzt erstmal ein bisschen einwirken. Die Feuchtigkeit sorgt jetzt dafür, dass die Fasern sich hier nach und nach wieder aufstellen. Wenn ich jetzt hier fühle, dann merke ich schon, das ist hier bei weitem nicht mehr so eine tiefe Kerbe wie vorher. Hier hinten, da hat das Wasser allerdings noch nicht seinen Dienst erfüllt. Und da kann man tatsächlich dann auch hingehen und hier könnt ihr sehen, extra ein bisschen mehr Wasser drauf träufeln, dass das wirklich ordentlich benetzt ist. Jetzt legen wir nochmal hier unseren kleinen Lappen drauf. Das Bügeleisen habe ich jetzt auf eine sehr hohe Temperatur gestellt. Könnt ihr jetzt auch schon hören. Und durch die zusätzliche Hitze, die wir jetzt ins Material einbringen, sollten sich jetzt hier auch die Fasern wieder ein bisschen zurückstellen, so wie sie ursprünglich ja auch mal waren. Jetzt könnt ihr hier sehen, sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Reicht aber noch nicht, das heißt, wieder ein bisschen Wasser drauf geben. Nochmal ein bisschen ziehen lassen. Je geduldiger ihr da seid, desto besser wird eigentlich das Ergebnis. Ihr könnt sehen, nach dem zweiten Durchgang, also man kann es kaum noch fühlen, man kann es noch ein bisschen sehen. Ich würde sagen, eine Runde geben wir ihm noch, das heißt nochmal ein bisschen Wasser. Jetzt habe ich natürlich hier den gesamten Bereich auch mit Feuchtigkeit versehen. Wir können natürlich auch hingehen und wirklich nur punktuell wirklich die tiefen Zonen, die herausgearbeitet werden müssen, mit Wasser benetzen. Dann müssen wir hinterher auch ein bisschen weniger schleifen. Die ganz Wagemutigen können natürlich auch direkt mit dem Bügeleisen hier drauf gehen. Muss man halt eben nur aufpassen, dass man da nicht zu lange auf eine Stelle hält, gerade bei hellem Holz, dass es da nicht zu Brandspuren kommt. Aber eigentlich kann man das in der Regel ganz gut kontrollieren. Einen Durchgang machen wir noch. Wenn man genau hinguckt, kann man jetzt noch ein bisschen was erkennen. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt hier einmal trocknen, das Holz, und sehen uns vorher und nachher an. Und wird einmal drüber geschliffen und dann haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Endergebnis. Jetzt machen wir das Gleiche nochmal mit der Eiche. Also auch hier ein bisschen drauf rumgekratzt und ich glaube, man kann es im Bild erkennen. Da haben wir jetzt auf jeden Fall auch ein paar Macken drin. Haben natürlich das Glück, dass Eiche in der Regel dichter ist als Fichtenholz. Das heißt, die Macken sind natürlich nicht ganz so tief, aber kann natürlich auf unserem Möbelstück jetzt auch schon etwas unansehnlich aussehen. Machen natürlich genau das Gleiche wie gerade eben auch. Legen hier einmal das Läppchen drüber, bisschen einwirken lassen und dann gleich drüber bügeln. Wenn ihr keine Unterlage nehmt bei eurem Bügeleisen, bitte unbedingt darauf achten, dass es von unten sauber ist.
Wir wollen dann natürlich jetzt nicht irgendwelche schwarzen Abdrücke hinterlassen. Darum ist eigentlich hier die Unterlage mit dem Tuch eine ganz gute Idee. Eine Runde machen wir noch. Lassen auch das mal kurz trocknen, genießen noch kurz den Geruch der leckeren Eiche, der sich jetzt auch total entfaltet. Und dann schleifen wir gleich. Wir schauen uns jetzt einfach mal an, was mit dem Holz da passiert. Und nochmal als Hinweis, ich habe jetzt natürlich alles großflächig hier mit Wasser benetzt. Es reicht natürlich genau die Schadstellen entsprechend mit Wasser zu benetzen. Und ja, lassen wir jetzt mal einwirken und schauen, was passiert. Hier vorne brauchen wir es ja nicht. Nur mal weg. Ja, Wasser ist soweit vertrocknet und wenn ich jetzt hier drüber fühle, ja, wir machen jetzt einmal ganz kurz den Test mit dem Bleistift. Ich zeichne jetzt hier einmal nach, damit ihr es deutlich erkennen könnt. Und was jetzt hier so ein bisschen dunkelschwarz geworden ist, das sind die Fasern, die vorher nach unten gedrückt wurden. Die haben sich jetzt nach oben gestellt. Wir müssen jetzt noch ein bisschen warten. Und ja, dann können wir im nächsten Schritt das Ganze einfach abschleifen. Hier jetzt unser Stück, was jetzt noch ein bisschen nach oben steht, muss wie gesagt noch trocknen. Und wenn wir jetzt hier, können wir noch die Macken sehen, die wir noch nicht behandelt haben. Und hier war ja wirklich, ja, die tiefe Furche, die wir gezogen haben. Hier gibt es einen, den haben wir nicht ganz wegbekommen, aber der Rest sieht doch richtig gut aus. Und ja, bei der Eiche, da hatten wir eigentlich hier den Bereich, wo wir die Punkte hatten. Da ist nichts mehr von zu sehen. Jetzt noch schleifen und dann sehen wir uns das Gesamtergebnis an. Ich hoffe, ihr könnt es im hellen Holz erkennen. Hier sind jetzt die Stellen, die wir nicht ausgebessert haben. Also wenn ich jetzt hier nochmal drüber gehe, dann müsste man es eigentlich erkennen können. Ebenso wie hier in der Mitte diesen leichten Graben, den wir gezogen haben. Ja, da könnt ihr erkennen, da haben wir nach wie vor Tiefpunkte. Hier drüben, wo wir jetzt wirklich ausreichend gewässert haben, nur einmal drüber geschliffen, mache ich jetzt auch wieder hier schnell mit dem Bleistift einmal rüber. Ja, das Einzige, was wir erkennen können, sind jetzt hier die Unterschiede zwischen Früh- und Spätholz, aber der Rest sieht doch richtig gut aus. Ja, ihr habt gesehen, das hat doch richtig gut geklappt. Ich kann hier nichts mehr sehen, sowohl in unserem Weichholz als auch in der Eiche. Das heißt, Eichenparkett, Buchenparkett könnt ihr so hervorragend mit bearbeiten. Mit ein bisschen Wasser und einem Bügeleisen. Wenn ihr dafür sorgt, dass es wirklich nur punktuell aufgetragen wird, wie ich das am Ende gemacht habe, also mit einer Pipette oder vielleicht irgendwie mit einer Spritze, dann ist auch ja, die Arbeit, die man machen muss mit dem Schleifen, wesentlich geringer. Ich muss unbedingt darauf hinweisen, ihr müsst darauf achten, mit was für einem Mittel wurde die Oberfläche behandelt. Hier ist jetzt einfach nur Öl zum Einsatz gekommen. Ich weiß aus der Praxis, dass es mit Hartwachsöl keine Probleme macht. Muss natürlich entsprechend ein bisschen nachbehandelt werden, weil an der Stelle, wo geschliffen wird, wird logischerweise das Holz auch ein bisschen heller. Durch UV-Strahlung wird es ja in der Regel dunkler. Das heißt, wir müssen auch dann dem Boden eigentlich wieder ein paar Jahre Zeit geben oder mindestens ein Jahr Zeit geben, dass es entsprechend nachdunkelt. Wenn wir kunststoffbeschichtete Oberflächen haben, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger, wenn wir da direkt mit dem Bügeleisen draufgehen. Ja, könnte man in die Kommentare schreiben, vielleicht gibt es da ein paar Tricks, wie man auch das in den Griff bekommt. Ich werde auf jeden Fall vorsichtig, aber ihr wisst ja auch, darum versuche ich ja eigentlich auch immer nur mit natürlichen Oberflächenmitteln zu arbeiten. Ob ich das jetzt danach mit Walnussöl oder mit Leinöl, Leinöl, Firnis, was auch immer, bearbeite, ist dann eigentlich auch egal. Ein bisschen problematisch wird es natürlich, wenn die Fasern durchtrennt sind. Das heißt, ihr habt es gesehen hier bei dem Stein, da hat es dann ein bisschen länger gedauert, bis diese gerissenen Fasern sich auch wieder aufgestellt haben. Und wenn man ganz, ganz, ganz genau hinsieht, dann könnte man vielleicht hier und da noch so kleine Stellen entdecken. Hier haben wir aus einem alten Video noch ein Stück von einer furnierten Platte übrig. Und ihr könnt sehen, da gibt es jetzt hier schon eine kleine Macke. Und wir machen die noch etwas größer. Und zwar werde ich jetzt hier mit dem Stecheisen nochmal einen schönen tiefen Kratzer reinmachen. Auch hier werden wir uns jetzt mal drum kümmern. Das gleiche nochmal, also entsprechend mit Wasser und schauen, was da passiert.
Ich wässere jetzt natürlich erstmal großzügig, muss mir keine Sorgen machen, weil wir ja mit wasserfestem Weißleim gearbeitet haben. Allerdings, wer alte Schätzchen restauriert, die wahrscheinlich auch mit Knochenleim verklebt wurden, wenn das jetzt nicht allzu lange darauf einwirkt, dann muss man sich auch meiner Erfahrung nach nicht allzu große Sorgen machen, dass man damit direkt das Furnier anlöst. Wir brauchen jetzt auch gar nicht so lange zu warten, denn die Schichtstärke beträgt ja eh nur 0,6 bis 0,8 mm. Das heißt, wir können jetzt hier direkt mit unserem Bügeleisen drüber. Ja, sieht auch schon richtig gut aus. Von der Druckstelle kann ich kaum noch was erkennen. Allerdings hier könnt ihr sehen, ist noch von dem Schnitt, den ich gemacht habe, ein klein wenig was zu erkennen. Ich entferne jetzt hier einmal das Kreppband. Das habe ich für euch einmal aufgeklebt, damit wir sehen können, wo wir überhaupt arbeiten. Und ja, ich lasse es jetzt so liegen, schleife einmal drüber und dann sehen wir uns das Gesamtergebnis an. Das Ölen verstärkt natürlich die Kontraste und wenn ich jetzt genau hinsehe, dann kann ich hier noch ein wenig von unserem Kratzer erkennen. Natürlich, wir haben einmal quer zur Faser das Material beschädigt. Irgendeine Spur musste halt eben auch hinterlassen werden, aber ja, das Ganze ist fast unkenntlich geworden, die Delle ebenso und ich denke, das ist ein Ergebnis, da kann man dann auch wieder stolz auf sein Walnussmöbelstückchen sein. Ist doch eigentlich ein ganz gutes Ergebnis geworden für den geringen Aufwand, den wir betrieben haben. Wir haben ja nur ein Bügeleisen gebraucht und ein bisschen Wasser. Ich denke mal, das passt. Quer zur Faser ist natürlich immer so ein Problem. Wir haben die Fasern durchtrennt und das wird man leider immer sehen können. Längs zur Faser, vielleicht hat es der eine oder andere gemerkt, habe ich es auch gemacht, da sieht man jetzt nichts mehr. Ein Schnitt ist ja auch nichts anderes als eine Verdrängung von Material, dann keilförmig in der Regel bei einem Messer oder auch bei dem Stecheisen. Das bedeutet, ähnlich wie die Delle, die wir hier eingebracht haben beim Fichten- oder Eichenholz, das Material ist nicht verloren gegangen. Es ist halt eben nur ein bisschen verdrängt worden erstmal und jetzt mit dem Wasser zusammen quillt es auf. Ich lasse es ausreichend abtrocknen, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Es ist dann getrocknet, wenn es wirklich ein paar Stunden alt ist, also im besten Falle lasst es über Nacht trocknen. Denn nur weil hier vorne nicht mehr zu sehen ist, dass da mal Wasser drauf war, heißt es nicht, dass die Fasern vollständig die Feuchtigkeit wieder abgegeben haben, die sie mal aufgenommen haben. Ja, dann nochmal ganz wichtig, gerade wenn es natürlich an den teuren Parkettboden geht oder an besonders tolle Möbelstücke, vielleicht noch Erbstücke, macht auf jeden Fall erstmal einen Test. Wir wissen ja in der Regel nicht, was für eine Oberfläche da vorher draufgegeben wurde. Und auch wenn man erstmal denkt, ist ein antikes Möbelstück, Shellack, da wäre ich vorsichtig, weil irgendwann, als die Kunststofflacke in Mode gekommen sind, sind leider auch viele Restauratoren hingegangen und haben Kunststofflacke verwendet. Darum sucht euch irgendeine Stelle, wo es nicht so auffällt, also beim Parkettboden irgendwie an der Heizung, unter der Heizung oder beim Möbelstück vielleicht Innenseite, die furniert wurde, irgendein Einlegeboden. Da erstmal testen, wie verhält sich das in Kombination mit der Wärme. Zu viel Wärme, zu wenig Wärme, was passiert dann und was habe ich vor allem, nachdem ich geschliffen habe, dann für eine Oberfläche, die aufgetragen werden muss. Also nicht einfach nur blindlings drauf losgehen, vorher unbedingt den Test machen und ja, ansonsten würde ich sagen, wenn es unbehandelte Möbelstücke beispielsweise sind, also ihr habt euch irgendwie beim Reintragen hier vorne nochmal eine Kerbe dran gehauen, nicht direkt ausflippen, sondern erstmal versuchen, ob man das mit Wasser nicht in den Griff bekommt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was lernen können. Ich bin mir sicher, einige kennen den Trick. Ich bin mir aber noch sicherer, dass es ganz viele clevere Kommentare geben wird, die uns auch die eine oder andere Sache lehren. Das waren jetzt die Sachen, die ich so im Laufe der Jahre kennengelernt habe. Aber wir machen das hier alles zusammen. Also schreibt bitte drauf los, wenn ihr noch ein paar clevere Tricks zu diesem Thema habt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.